Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bus-Simulator 18. Und zwar habe ich hier schon die eine Mission schon hier abgeschlossen, wo wir die Haltestellen alle auf 5 leveln mussten, hier in der letzten, also im Gürtel und im Ring. Hier die beiden zu 21 und 22 sind wir mal gefahren. Und jetzt haben wir hier eine neue. Ich habe hier schon die Strecke erstellt. Omnibus Bahnhof, Hauptbahnhof, Kathedrale und Altstadt. 4 Fahrer habe ich auch drauf gemacht und 4 Busse. Ist wohl eine Sightseeing Area geworden. Oder was auch immer das auch. Rufezeichen bedeutet, ich weiß es jetzt nicht. Aber die Strecke werden wir jetzt fahren. Wir müssen hier noch Besitzer zählen, Strecken vom 14. Omnibus. Das kann man dann, das kann ich dann nebenbei machen. Einfach, ich habe ja genug Strecken. Einfach den Omnibus mit hinzufügen und fertig. Hallo? Klappt denn der Kack jetzt nicht hier? Was soll der denn? Das ist doch nicht normal, oder? Achso, jetzt. Hier, Einkommen 45.000 pro Woche für mindestens 3 Wochen. Weiß ich nicht, werde ich rausfinden. 90% sollten auch profitablen Strecken sein. Ja, da fehlen, glaube ich, nur ein paar. Und Streckennetz, alle auf Level 5. Das ist auch nicht so viel, aber ich würde sagen, wir starten. Wir können hier, weiß ich nicht, haben wir hier mit am Tag, ja genau, fangen wir mit dem, die Strecke 23. Vom Omnibus bis Bahnhof bis durch die Altstadt, sagen wir mal so. Viel Spaß und wir werden hier schön Spaß haben. Warum eigentlich immer hatte Spruch 6? Achso, ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Jo. Danke. Klar. Hier. Wo hab ich denn... Ein Moment. Ach doch. So. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Das verstehe ich auch nicht. Nächster Halt, Handelszentrum. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Das ist ja schön. Achso, was ich sagen sollte, Bus-Simulator 21 ist erstmal eingestellt. Die Folge ist schon längst draußen. Also wenn ihr die Folge hier seht, gerne nochmal auf dem Kanal auschecken. Dann wisst ihr Bescheid, was Sache ist. Das wollte ich jetzt nicht hier. Ich kann jetzt nur sagen, ich konzentriere mich erstmal hier drauf und werde dann, wenn wir hier das Let's Play abgeschlossen haben, mit dem 21er richtig beginnen. Inzwischen habe ich ja noch ein weiteres Let's Play rausgebracht. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Und Horizon Zero Dawn.
danken. Ich brauche eine Fahrkarte. Und hoffe, dass das auch gut ankommt. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Selbstverständlich. So, kann er mehr einsteigen, das ist schön. Wo habe ich denn hier den? Oh, ich glaube, ich habe hier lange nicht mehr auf ein Fenster geguckt, ne? Was ist das denn? Ein komisches Fenster hier. Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Ernsthaft? Danke. Jo, bitte. Ausnahmsweise. Wir müssen jetzt lang. Ach so. Ich muss jetzt schätzungsweise hier lang. Genau. Randstein. Ja, Randstein ist jetzt. Oh. Zum Glück können wir hier kein. Also hier passt auf jeden Fall kein Gelenkbus rein. Wurde mir erst so erklärt. Aber das sollte man schon. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mit den normalen Bussen. Hinter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch danke. Noch, achso, ich habe gar nicht kontrolliert. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Klar. Hier. Bei der letzten Haltestelle habe ich vergessen zu kontrollieren. Naja, wird jetzt wohl nicht schlimm sein, aber was ich sagen wollte. Im Gelenkbus kannst du hier nicht durchfahren, wurde mir so gesagt. Man kann es gerne versuchen. Ich versuche es jetzt nicht. Aber... Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Habe ich nicht gesehen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ja, Pizza ist immer gut. Nächster Halt, Kathedrale. Stadtzentrum. Noch ein Schlagloch. Oh, das hat sie keiner einsteigen. Das ist ja ein Mau hier ein. Okay, hier sind plus ich noch vier weitere Leute am Start, ne? Noch ein Schlagloch. Warum sind hier so viele Schlaglöcher? Kann man schön überholen. Bitte eine Fahrkarte haben. Ja, klar. Danke. Bitte. Ja. Was? Na klar. Klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Was? Genau. Ja, da einer Müll vergessen. Kriegt er schon wieder die Pimpanellis. Na, guck mal, schön vorgedrängelt. Okay, wir haben jetzt auch lange gebraucht. Hier. Oh, wir sind sogar zu spät. Zumindest zu spät abgefahren. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Das sollten wir eigentlich schaffen. Hm. Aber nee, ich freue mich, wenn wir hier, ich kann jetzt noch ewig dauern, kann aber auch jetzt auf einmal zack, zack gehen. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, weil diese Mission, die ist schon etwas anspruchsvoller, würde ich jetzt mal so sagen. Und, ja. Weil in dieser Mission haben wir viel zu tun. Müssen, glaube ich, auch sämtliche Strecken noch bauen und
fahren und ja, wird ganz lustig. Dann sind wir wieder einfach zu früh abgebogen. Ja, guck, sag ich ja, wird ganz lustig. Schon falsch gefahren. Jetzt kommen wir definitiv zu spät. Komm, fahrt. Ich hab keine Zeit. So, fahren wir einen kleinen Umweg, aber das sollte uns jetzt nicht darauf abhalten, hier Spaß zu haben. Sag ich jetzt mal. Hätten wir eigentlich auch diese Bushaltestelle nehmen können, dann wären wir jetzt nicht so den Umweg gefahren, aber ne, den nehme ich jetzt. Wir sind schon fast eine Minute zu spät hier. So, also wir hätten es eigentlich geschafft, sagen wir mal so, eine Minute zu spät. Wir hatten da eine Minute 15, glaube ich. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Ist noch jemand da? Nein. Mein Gehut. So. Ja. Achso, im Rathauspark habe ich zweimal reingetan. Einfach weil es kam. Nee, ich musste hier irgendwie durch die Altstadt und er hat mir das angezeigt und ich wollte jetzt nicht nur 5 oder ja, 5 oder 4 Haltestellen machen, deswegen habe ich ein paar mehr genommen, das wäre auch mal ein bisschen, weil die Haltestellen müssen wir sowieso leveln und die Strecke fahren wir sowieso noch öfters. Von daher, warum nicht? Dann wird die, ich weiß jetzt nicht, ob sie dann doppelt gelevelt wird oder ob dann nur eine schon wieder Bahnstein, ja, oder ob dann ein doppelt gelevelt wird. Das werden wir, das werde ich gleich erfahren, sagen wir mal so. Das ist schwer einzuschätzen hier auf der Karte, ne? Ob das jetzt die nächste oder wann auch immer. Also ich fahre jetzt gerade hier irgendwie nach Gefühl und ein bisschen blind. Und natürlich steht hier ein Bus. Der von uns noch im Weg steht gerade. So. Aber wir haben es geschafft. Guck mal, der bleibt direkt bei Gelb stehen. Ne? Bei Gelb ist ja schon gefahren. Sollte man ja eigentlich auch. Achso, ich hab vielleicht vergessen, ja. Na klar, hier! Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja. Ja, aber irgendwie steigen hier kaum welche ein. Vielleicht wenn wir die Strecke noch mal ein bisschen mehr fahren. Vielleicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal, dann
sind die Leute auch gut bewandert, sag ich jetzt mal. Wo fährt der hin? Ach, fährt der andersrum? Das kann gut möglich sein. Also sozusagen falsch rum. So, jetzt nochmal Rathauspark. Treibt mal zweimal mitgenommen, ne? Ich glaube, hier steigen auch mehr ein. Eine Fahrkarte bitte. So, ja, Woche, Student. Danke. Bitte schön. Die Omelette ist. Was? Ach so, hier. Was? Der nämlich. Der Mann, alle war. So. Boah, schon eigentlich die letzte Haltestelle, ne? Nächster Halt. Bitte. Unfall gebaut hier. Ich glaube, jetzt müssen wir links. Ich bin der Meinung, ich bin gerade eben schon mal hier lang gefahren. Kann das sein? Machen wir. Ach, schon wieder einer Müll da gelassen. Sind auch vermehrt die Männer, ne? Die Müll immer da lassen. Handel Center schon auf 5 und Rathauspark auch. Ach, auf 4. Alte Brauerei und Plögerpark nicht. Kondition. Oh, ich habe einen Schwarzmaler übersehen. Bestimmt da, wo ich nicht. Habe ich nur 165.000. Kurios. Egal. Die Stadtverwaltung schickt freundliche Grüße. Die neuen Umgehungs- und Ausfallstrecken sind ein überwältigender Erfolg und werden der Allgemeinheit noch jahrelang von Nutzen sein. Gute Arbeit. Ich habe bereits eine neue lukrative Aufgabe für dich am Haken. Peter, wollen Sie uns einen kurzen Überblick geben? Ja, das will ich in der Tat. Kommen wir gleich zur Sache. Der Tourismusvorstand hat um eine Sightseeing-Linie durch Old Town gebeten, die für die Einwohner und Touristen gleichermaßen attraktiv wäre. Und obwohl ich glaube, dass euer Netzwerk fast perfekt ist, gibt es hier und da noch ein paar Kanten, die man glätten könnte. Immer mehr Menschen nutzen täglich unseren öffentlichen Nahverkehr. Mal sehen, ob wir sie alle zum Wechseln animieren können. Die Stadtverwaltung verbindet diesen Meilenstein mit einer beträchtlichen Vergütung. Ja. Haben wir schon gesehen. 3 Wochen Besitzer falscher profitalen Strecke, dies, das, jenes. Also da haben wir jetzt noch wirklich was zu tun. Würde ich mal so behaupten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Strecken auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob hier oben noch eine ist. Nein. Ich glaube, das war's. Mit
dem zentralen Omnibus, ja. Wir haben jetzt nur 5. Wie gesagt, ich kann jetzt hier noch zumindest die beiden Strecken hier, das kann man einfach hier so verbinden, das ist egal, dass man dann, wenn man da ist, in der Rathausgasse einfach dann zum Omnibus fährt oder halt auch, warte mal, Strecke bearbeiten. Und einfach hier nach oben speichern. Hat man schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir die hier auch noch. Zack. Nach oben. Zack. Speichern. Ja, schade, da steht jetzt keine Zahl, wie viel man hat. Manchmal steht da eine Zahl. Aber komm, das machen wir jetzt hier noch. Dann haben wir hier noch so eine Strecke. Jetzt ist die Frage, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss das vom Zopf sein oder kann das auch vom Zopf sein? Das ist die Frage. Wie viele? Achso, das muss ja. Müssen die auch einkommen? Ach, die müssen auch Einkommen haben. Aha. Okay. Da ist irgendwie ein Bus drauf, aber kein Fahrer. Nee, das ist da hinten. Aber das können wir auch machen. Wenn wir jetzt noch einen Fahrer einstellen. Geselle. Aber noch. Da unten ist noch ein Fahrer. So, zack. Strecke bearbeiten. Da hinten hin. Fahren wir mal nach oben. Zack. Zack, speichern. Wo ist er? Da, dann einfach noch. Natürlich muss man jetzt auch die Strecke fahren. Das ist natürlich klar. Also, ich glaube, alles, was ich hier gemacht habe, ja, die Strecken muss ich hier noch fahren. 33.000, oder? Ich weiß nicht, der Bushaltestellenlevel, du... was ist das für ein Deutsch? Du kannst den Level einer Bushaltestelle erhöhen, indem du sie selbst entfährst, ja. Voilà. Also hier die beiden muss ich wieder fahren, sagen wir mal so. Überall, wo ich das jetzt neu gemacht habe. Erwarteter Gewinn, ja okay, da könnte man jetzt auch, aber hier müssen wir wieder, könnte man jetzt auch nochmal, zeig mal, aber wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die müssen halt noch Gewinne erzeugen, ne? Von daher, aber ich muss sowieso nochmal hier mit hier der ganzen Bereich muss ich sowieso noch leveln. Von daher, da können wir nochmal 2 Strecken machen. Und hier auch hier den Westfield. Von daher. Können wir gespannt sein.
Warum zeigt er mir die ganze Zeit immer irgendeinen Müll an? Ey? Hallo, ich will keine Strecken angezeigt haben. So. Ja, so geht das halt, ne? Also schätze ich mal, also ich werde dann hier nochmal ein paar Strecken erstellen und dann werde ich sie auch noch fahren. Also ich werde jetzt hier die Strecken, die ich jetzt erstellt habe, nochmal selber fahren. Und dann sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Und seid dabei. Viel Spaß, einen schönen Tag noch. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Und bis dahin, euer Chris. Ciao, ciao.